Hallo Leute, es geht weiter mit Dustin Illusion Tale. Wir sind immer noch in den Höhlen und haben jetzt hier diese komischen Blubberblasen, die immer von alleine explodieren, auf die ich achten muss. Sehr gefährlich. Mal gucken auch, ob wir unser Schaf, was ich das letzte Mal gefunden habe, da finde. Und so einiges anderes noch. Also manchmal werden die auch immer garstiger, diese Viecher. Ich hätte gerne einen Namen für die Dinger. Sehen so ein bisschen aus wie Monster aus den Glücksbärchis oder so. Na, mal gucken, wo wir jetzt hinkommen. Hier komme ich nicht weiter, wie es aussieht. Da ist das Schaf. Da ist wieder das Glitzerschaf. Ja, hallo. Hallo, kleines Schaf. Hallo, oh Mann. Dann eben beschieße ich dich. Nein, ich weiß nicht, wie ich da rankomme. Hilf mir doch mal. Jetzt sind die auch wieder alle da. Es hat gerade voll geruckelt. Keine Ahnung warum. Fidget, wo soll denn hier eine Schatzkiste sein? Keine Ahnung, was du meinst. Ich weiß gerade nicht, was mit dem Spiel los ist. Ich hoffe, dass in der Aufnahme wenigstens danach alles okay ist. Hallo! Wir wollen dir helfen. Oh nein. Ja, nee, ist klar. Ich bin voll getroffen worden. Das ist ganz schön übel, merke ich gerade. Aber jetzt weiß ich wenigstens, dass ich hier nach unten soll. Da ist also der nächste Kampf. Oh, können die mal aufhören, mir immer auch noch hinterher zu kommen? Ist echt ein bisschen nervig. Okay. Ich sollte mal vielleicht schnell was nehmen. Ne, ich glaube, das ist eine gute Idee gerade. So, ne? Könnte man mal tun. Na, wenigstens einer. Oh, diese Dinger nerven. Gott sei Dank. Okay. And there he goes again. You're welcome, kid. Come now, Dust. He's obviously terrified. Let's go find him. And maybe get out of this raining death. Ja. Das ist ein guter Plan, Fidget. Was ist mit dem Schaf? Ach, wie schön. Das sind ganz viele Schafe. Aber ein besonderes Schaf. Es war ein schwarzes Schaf. Wir sind in Schlammingen. Schlammingen, Leute, Schlammingen. I didn't think
those monsters were smart enough to build a fence. I'm certain they didn't. Let's hop on over. Okay. Voll süß hier. There he is. Your father's done gonna have himself a heart attack after he hears about this. I'm sorry, Mama. Goodness, what would I do if you'd gotten yourself hurt? Ah, Mama, look! Those things must have followed me! How'd they jump my fence? Crafty vermin, those surface dwellers! Was sind das eigentlich für Viecher? She does see that I can fly, right? I'll be sure to tell her, Fidget. I'm sure that'll clear things right up. Back, you beast! I got this here spoon and I ain't afraid to use it! We aren't here for trouble, ma'am. In fact, we just saved your son. Huh? What are they talking about, Popo? Well, they have been following me for a while. What? How far out did you go? I may just save the spoon for you. I'm sorry. We just came down from the surface to... Do I look like some country bumpkin to you? Of course you're from the surface. I think I'd remember seeing a talking, flying weasel cat thing down here. I think we got off on the wrong foot here. My name is Dust, and this is Fidget. Some creatures attacked a village above these caves, and we're trying to figure out why. Attacked a surface village, you say? Well, if that don't beat all, we underground folk tend to keep to ourselves. Got enough problems of our own already. I'm sorry to hear that. Actually, what I'm saying is, we got enough problems of our own without you surface folk bringing all that nonsense down here. So, if you don't mind... Come on, Dust. We're obviously not wanted here. Wait! That's enough, Popo! You ought to get back to your chores before I take out the spoon again! Mama, I've seen them fight! They even got themselves a talking sword! I bet they could help! Young man, I don't care if their sword spouts rainbows and bowls of delicious baked beans. I don't want their help! Stop saying that! Pa's gonna die if we don't do something! Die? What's going on? Well, our healing wells have gone and run dry. And my pa's done gotten real sick. That's why I went out! To find some more of that water! I hate saying it, but it's true. See these mud pots lying around? Normally they're bubbling to the brim with mineral water. But just a few weeks ago... They dried up to nothing. But that still don't excuse you from putting yourself in danger like that! I may not be able to help your father, but I sure as heck ain't gonna lose you too! Mama! I wonder if those monster attacks on the surface could be related to your wells drying up. I wouldn't be at all surprised. It's been a couple weeks since the water dried up, but every creature here is feeling the effects. I'll bet those creatures broke through to the surface looking for more water. Mama, maybe these two can go talk to the lady. The lady? Oh, she's a sweet old soul. Lives deep in the caves, makes the waters flow. She doesn't show herself around here too often, and we can't actually go see her on account of all the nasties living between here and there. In that case, I'll go speak with this lady and see why she stops the flow of water. You do that? This can't all just be a coincidence. The attacks on the surface, your wells drying up. I'm certain this lady must know something about what's going on. Well then, I had you folks pegged all wrong. If you aim to help my husband, I promise not to clock you with my wooden spoon of justice. Thanks? So, you're heading down to talk to the lady now? You'll help my pa? We'll do our best, Bopo. Just don't go running off again. You got my word.
Okay, unsere Mission ist aktualisiert. Das war wieder ein sehr langer Dialog. Wir haben hier so eine komische... Ach, wir wissen immer noch nicht, was das überhaupt sind. Die haben es auch nicht gesagt. Wir laufen aber einfach mal weiter hier durch Schlammingen. Hier haben wir bestimmt noch mehr Quests, die wir bekommen. Oh, it's a pretty kitty cat. Und du bist überhaupt nicht süß. Du bist irgend so ein blauer Schwamm. What? Me? It's a flying cat! She's not a cat, little girl. She's a... I don't even know what she is. I'm not a cat, you dolt. I'm a nimbat. Is that what you're called? A nimbat? Yes, hello. My name's Bidget. Maybe we've met? Can I hold it? I want it. Nee. Just do something! It's trying to grab me with its little child hands! Don't worry, Fidget. Sorry, what's your name? Smobop. Well, Smobop, I'm sorry, but as much as she might look like one, Fidget is not a toy. Hey! Oh, I want her! She talks! I'll trade you. Look, I've got this box thing. Hey, Dust, look! That must be Reed's box! Tell you what, next time I go to the surface, I'll see if I can find a suitable replacement. Then we'll trade. Phew! Good idea, Dust. You know, that shop in Aurora had some things. Maybe the shopkeeper could figure something out for us? Yeah, maybe you can make us some kind of fidget doll for her. After all, she's far too young to take care of a pet like you. Yeah, way too much responsibility for... Hey! Yay, Levelaufstieg sogar. Schön, und wen treffen wir als nächstes? Weil davon kriegt man ja nie genug hier in diesem Spiel. Dann nicht. Gehen wir mal hier oben lang. Was ist denn... Wer ist das denn? Well, hi there, big fella. Am I hearing the local gossip right? You and your flying mongoose are gonna save our village? What the heck is a mongoose? Quiet, Fidget. And yes, you've heard correctly. Is this the way to the ladies' chamber? Well, yeah, but I don't think you're gonna fit through this here hole in the wall. We had to close up the passage recently to keep those crazed nematodes from coming out and attacking the village. What the heck is a nematode? Anyway, seems to me the only way you're getting through is by sliding. I'd kick you through myself, but, you know, I got these fat little legs, and they hardly keep me vertical. I appreciate the thoughts, but I'll find another way around. Here, boy, take this red resonance jam. It'll open up the basement, and maybe you'll find a better way down there. Just make sure to avoid impaling yourself on them spiky rocks and thorns. Wait, your underground cave has a basement? How does that make any sense? Hey, big fella, what do you say to me serving your flying rat a big old jug of shut-up juice? While you're down there, why don't you make yourself useful and collect me my hitting stick? Your what? You see, I use this here stick to do my hitting, but I lost her in the basement, and I'm honestly just too gal-dern lazy-like to go looking for it on my own. They don't have me standing around here for my good looks, after all. Someone's got to defend this here hole. All right, Blop. If I should come across your hitting stick, I'll be sure to pick it up. Okay, und noch eine Mission. Und hier kommen wir nicht weiter, hat er ja gerade schon gesagt. Möchte ich jetzt hier überhaupt lang gehen? Wer bist denn du, Flohop? Hello, dear. I'm going to hazard a guess that you're the outsider in town? Yep. I stand out that much, huh? Well, it's been years since I've seen someone like you, and it's been maybe 30 years since I've seen a nimbat like your friend here. What a treat! We don't like flying into caves. You know, the dark, the cramped spaces, the endless, endless gloom. That's endless, forever. I'm sorry, look at me going on.
My name is Flo Hopp, and my husband Gappy is up there in the pen minding the sheep. He's been so overworked that I was hoping to make him his favorite stew. But to be honest, I'm having trouble growing red moss with the wells running dry. I think I might have gone and made my last stew. I could always help you find some of that red moss, if you like. Oh, I couldn't bother you for something as silly as that. I know where they used to grow, but with all these monsters about, I dare not leave Mudpot. It's no trouble, really. If I come across any, I'll bring them to you. Well, aren't you a sweet one? Red moss clumps grow at the base of the large red mushrooms, and they tend to prefer perfect darkness. Just don't hurt yourself on my account. In fact, take this ring. It'll provide a little bit of light in the darkest of places. Mhm, jetzt haben wir irgendwie so einen Ring. Kann ich den denn jetzt hier auch schon sehen? Was? Nein. Ah, wie? Ich habe noch einen Stein, den ich vergeben kann? Ach echt? Ach so, habe ich gar nicht mitgekriegt. Ach ja, stimmt, wir hatten ja schon wieder ein Level up. Ja, dann packen wir den mal so dahin. Oder konnte ich den? Ich kann die jetzt... Ach so, ich kann die auch verschieben, deswegen. Nee, ja, nee, dann lasse ich das so. Dann ist das ja gut so. Aber was wollte ich jetzt genau? Ich wollte eigentlich hier in diese Rüstungsgeschichten. Aber hier finde ich das auch nicht. Welcher ist denn das? Ring des Lichts. Welcher ist denn das? Ist das der Ring des Lichts, den wir jetzt bekommen haben? Hm. Angriff 155, 57. Das geht dann auf 63. Ich weiß gerade nicht, welchen ich nehmen soll. Ob wir jetzt extra diesen anderen... Nehmen wir den einfach mal. Well, good evening, youngin. How does anyone know what time of day it is down here? I hear the two of you are helping out Popop. He's in a bad way. Excuse me, my friends. Hope you don't mind, but I gotta get back to searching. Did you lose something? Actually, I did. I must have left the gate open, because my flock of sheep seems to have gone astray. I'm afraid some of them may have gone past the edge of town. Ja, das schwarze Schaf bestimmt. I'll keep my eyes open for them. Well, thank you, son. There's six of them out there somewhere. Believe you me, they're in for a good talking to when I get my hands on them. Aha, ach so ist das also. Ganz viele Schafe hier. Und so kommen wir wieder raus aus dem Dorf, schätze ich mal. Oder wie, oder was? Nee, hier komme ich gar nicht weiter. Okay. Ach, mit der Musik und die Atmosphäre ist einfach so einzigartig, finde ich, in diesem Spiel. Echt cool hier. Und wieder 1000 Missionen, die wir machen müssen. Ich höre die Schafe doch schon. Huch, ich falle hier immer voll runter. Da ist doch schon so ein Schaf. Aber wie komme ich da ran? Gar nicht, ne? Hier komme ich ja auch nicht durch. Hier ist doch so ein Schaf. So. Wait, did you just... Doch, hab ich. Ich habe ein Schaf gesammelt. Hm? Did you just put that thing in your inventory? Yeah. Yeah? What? Okay, then. Ich habe ein Schaf jetzt in meinem Inventar. Das hast du schon genau richtig gesehen, Fidget. Perfekt. Super. Dann werde ich jetzt hier auch nochmal speichern. Ich bin mir sicher, dass ich auch im Dorf jetzt noch nicht überall eigentlich war.
so, und hier können wir jetzt dann wieder raus, oder was? Mhm. Weil wir waren ja tatsächlich noch nicht überall. Wir müssen auch noch zu diesem Bauernhof. Ach ja, reisen wir doch einfach mal ein bisschen durch die Gegend. Hier sind wir auch in Jihans Bauernhof, weil wir sollten ja hier auch noch was machen. Ich glaube, wir sollten hier seine Kette oder sowas suchen. Ich weiß nicht genau. Nee, ich wollte da schon hin. Dann muss ich, glaube ich, hier nach links laufen. Nach rechts komme ich wieder zurück, wie es aussieht. Those monsters really tore the place apart. Hey, Fidget, can you use that sixth sense of yours to find Gian's watch? Yeah, actually. I'm getting something from down that big scary hole in the ground. Why is it always a big scary hole in the ground? I'll have to get back to you on that, Fidget. In the meantime, we should clear it out for Gian and Oneida. Okay. Ich dachte, ich bin jetzt einfach mal zurück. Jetzt greift der mich da hier von der Seite an. Das ist nicht schön. Sehr schön. Dann habe ich das ja doch geschafft. Gehen wir mal weiter. Ja, dann haben wir wenigstens... Wie, das war's schon? Dann will ich da aber eigentlich nochmal hin. Weil, ich meine, irgendwas muss es doch hier geben. Bestimmt hier unten. Das war jetzt sehr weit unten. Fidget will, dass ich nach unten gehe, aber... Ja. Wir brauchen wieder so ein Bombending. Wo ist es denn nochmal? Da unten, ne? Stimmt. Das hätte ich natürlich auch... Das hat toll geklappt. Wie schnell soll ich das denn machen? Leute. Nee, das wird schwierig. Ja. Hier unten wollte ich eigentlich auch nicht, dass das Ding kommt. Ich will eigentlich, dass das bei dem Gelben da ist. Ja, na, super. Endlich geschafft. Ja, ich merke ja schon, ich soll hier durch. Ich hab's kapiert. Nö, ist klar. Schneller geht nicht, ne? Danke fürs Freimachen. Nee, das hat nicht gereicht. Danke. Und dann noch eine. Dann sind die Wege frei, wozu auch immer. Mist, das gibt's doch nicht. Immer noch nicht nah genug. Immer noch nicht nah genug. Ich schaff's nicht. Ach, Gott sei Dank. Na endlich, ja. Und was hat mir das jetzt gebracht? Jetzt kann ich hier in die Höhle rein und nu... Komm her, du Ding. Jetzt ist hier so ein Spalt frei. Ah, okay. Und da ist doch bestimmt, das bestimmt diese Kette oder so. Toll, wie kriege ich die hierher? Wenn die da hinten ist. Oh, und da unten ist voll der gruselige Monsterspalt, wo ich nicht reinkommen darf. Oh, oh, oh.
Wie schaffe ich denn das? Kann ich die von hier oben mitnehmen? Aha. Ich kann die irgendwie so ein bisschen nach unten leiten. Merke ich gerade. Na toll. Wie soll ich das denn schaffen? Oh Gott. Das ist ja richtig schwer. Oh Gott. Das schaffe ich ja nie. Nein! Mann! Ich glaube, ich muss die richtig halten. Oh Gott. Ja, super. Komm, hoch. Und runter. Runter. Ja, ich habe jetzt die ganze Zeit gewedelt, aber das hat die nicht... Ich muss dann eigentlich mal ein bisschen mehr hierher, ne? Aber wenn ich zu nah hier hingehe, knallt mir das ja auch da an die Seite. So ein Cheat. Aber anders komme ich ja nicht an die... Ist ja nicht die Kette. Die Uhr, es geht ja um die Uhr. Ich meine die ganze Zeit die Uhr natürlich. Ja, wie soll ich das denn machen? So schnell kann ich doch auch gar nicht. Ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll. Bin ich ehrlich. Ist ein bisschen schwierig. Ich werde das jetzt einfach nochmal offline ein bisschen rumprobieren. Und dann, ja, weiß ich auch nicht. Dann versuche ich das. Und dann sehen wir uns im nächsten Part oder so. Ich weiß auch nicht. Weil der kommt ja dann erst nächstes Wochenende. Ist auch ein bisschen blöd. Hm. Wenn ich es schaffen sollte, schalte ich gleich nochmal zu euch zu. Machen wir es mal lieber so. So, komm mal her. Ja, das... Allein, dass es da unten schon kaputt geht, das ist ja schon gemein. Dass es nicht da unten in der Ecke wenigstens mal kurz bleiben kann, dass man sich hier einmal kurz sortieren darf. Man kann es auch übertreiben. Naja, dann bis gleich, falls ich es schaffen sollte. Und wenn nicht, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. So, ich melde mich nochmal wieder zurück. Ich habe das Dingsbums jetzt hier in die Ecke oben hin geschafft. Und weiß nicht, was jetzt hier kommt. Oh Gott. Komm bloß her. Ja, ich hab's geschafft. Wie geil ist das? Mission fertig. Verlorene Zeit. Ist das nicht schön? Ich habe die Taschenuhr gefunden. Bringen Sie Jihan in Aurora zurück. Das machen wir natürlich. Ach, herrlich. Schaffe ich das jetzt schnell? Ist hier irgendwo ein Speicherpunkt? Lalala, da freue ich mich. Das habe ich noch geschafft. Das habe ich noch geschafft. Ja. Ist sie halt voll runtergefallen hier? Anscheinend. Ja, den Sprung habe ich noch geschafft. Sehr schön. Gehen wir mal schnell nach Aurora zurück. Kann man da wählen? Wohin? Ach, das ist ja auch schön. Gehen wir mal dahin. Ist das der Typ hier? Ich weiß es immer nicht mehr. Jihan. You found it! Yeah! Oh, this is the nicest thing anyone's ever done for me. Och, gern geschehen. Well, we did save your life, remember? Yes, well, I meant aside from that. Thank you so much, you two. I have little to offer in return, but here, take this set of treasure keys. Thank you, Gihan. I'm glad we were able to be of service. Okay, er heißt Gihan. Ich hab Jihan gesagt. Jihan, finde ich, klingt auch gut.
Okay, Gien. Schön, dass wir uns nützlich machen konnten. Having this pocket watch back puts my mind at ease. Thanks, Dust. Uhu, Mission abgeschlossen. Das freut mich natürlich. Jetzt ist der Part beendet. Jetzt ist er auch richtig beendet. Und dann würde ich sagen, machen wir uns an all die nächsten Missionen und auch nach unten wieder in die Höhle und sonst wohin. Denn wir wollen ja weiterkommen. Bei Dust in Illusion Tale. Vielen Dank fürs Zuschauen nochmals. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.